Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Andechs. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, was ist los in Andechs-Erling? Das würde hier schon mal stehen, hier aber vor diesem Hause ist auch noch was untergebracht, liebe Zuschauer. Nämlich das Feuerwehrmuseum, historisches Feuerwehrmuseum in Erling. Bei Andechs ist ein Gemeindeteil. Oh, leck, der dampft schon. Ja, wir sind bei Feuerwehrmuseum und es kümmert sich um alte Geräte und man riecht es. Gell? Erst einmal Servus, bin ich Marion. Der Schorsch, grüß dich. Schorsch, Servus. Und der Herr da hinten? Grüß dich Gott, ich bin der Walter. Walter, gehört's hier zusammen irgendwie? Oder? Der Vater. Der Vater, ah, sieht man gleich. Ja, schon, oder? Sieht man gleich. Und dementsprechend auch natürlich der Sohnemann bei der Feuerwehr. Was bleibt da anders übrig, ja, wa? Bleibt nicht aus, komm ich nicht davor aus. So, wer kümmert sich jetzt um was? Also, das ist jetzt das Feuerwehrmuseum. Und da bist du zuständig? Der Ältere, ja. Ich kümmere mich ums Feuerwehrmuseum. Das war ein großes Anliegen von mir, dass die alten Gerätschaften einfach untergebracht werden. Und für das Fahrzeug haben wir einen Verein gegründet, aber das darf ich selber sagen. Und was bist denn du? Für was bist du zuständig, Schorsch? Für mich ist nur noch der Vorstandsposten überblieben vom Verein, vom historischen Feuerwehrverein. Und das haben wir halt gemacht, weil das Auto war bis vor ein paar Jahren noch im Dienst, ist jetzt 40 Jahre alt. Und das war halt nur die Möglichkeit gegeben, entweder verschrotten oder aufheben. Und durch das, dass es das gibt, also ein Oldtimer sozusagen, habt ihr gesagt, wenn wir es in die historische einpacken sozusagen. Genau, wir haben halt einen Verein braucht, weil man halt Geld braucht für das Ganze zum Erhalten. Mhm. Eine Gemeinde mag da nicht mehr so viel ausgeben für das alte Fahrzeug. Jetzt haben wir uns halt einen Verein gegründet, braucht er Versicherung, Steuer zahlen oder wenn er mal was richten braucht. Ja. Ist zwar schön so was Altes, gell, aber es ist halt auch ein Aufwand. Ja, dürfen wir mal reinschauen, wie es da drin ausschaut. Können wir aufmachen. Erst eine Runde fahren, wenn's muss. Ich werde auf 40 Jahre ist das erst alt. Ich hätte fast gedacht, wegen Alter. Schon ist schon. 76. Oh, das ist ein mein Jahrgang, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das zweite Fahrzeug, das in Andechs überhaupt da war. Mhm. Es gibt noch eins vorher, das ist noch unterwegs. Also das gibt es noch, aber leider nicht mehr, gehört nicht mehr der Feuerwehr. Das ist das eine, aber warum begründet sich jetzt auch das Feuerwehrmuseum daraus? Also habt ihr so alte, leidenschaftliche Sammler, die alles aufgehoben haben, weil ich meine, andere verscherbeln es. Wie gesagt, andere verschrotten es. Das Ganze ist ja so, dass sehr viele alte Geräte bei uns da waren. Und ich war ja auch 12 Jahre Kommandant. Und wo ich das dann aufgehört habe, habe ich einen neuen Aufgabenbereich gebraucht. Und die ganzen alten Geräte waren überall bei unseren Landwirten irgendwo verstreut, irgendwo auf der Dänen drum oder was. Und sowas wird dann mit der Zeit einfach nicht mehr. Das wird eher weniger, weil was verschwindet. Und das habe ich halt versucht, dann irgendwo unterzubringen. Und wir sind auch schon dreimal umgezogen. Das ist jetzt schon die dritte Bleibe, die wir haben. Hoffentlich bleibt es jetzt einmal. Jetzt hoffen wir, dass uns das dann so bleibt. Gehen wir mal reinschauen. Geht's voran, Burschen? Also schauen wir mal, was wir alles haben. Darf ich doch schon? So, hinein. Oh, eingeheizt ist auch, das ist natürlich zu dieser Jahreszeit großartig. Also ganz ehrlich, das Klo gefällt mir schon mal am besten. Ist das auch schon historisch gemacht, oder was? Ja, das zweigt sich ein bisschen von meinem Beruf ab. Ich bin Installateur. Ach, das auch noch. Und das war ja dann ursprünglich nicht drin. Und ein normales Klo passt da nicht rein, da gehört schon was historisch rein. Und da, wo das Wasser ist, gehört sich der Florian dann auch hingehängt, oder? Da oben auf, das haben wir schon gedacht. So, das hat jetzt das dritte Mal umgezogen hier rein. Was war das früher? Was ist das gewesen? Das war früher der Bauhof, da war der Unimoker drin gestanden und ein bisschen so Schmiedearbeiten. Also das war eine richtige Ruhskammer da drin. So, jetzt muss ich aber trotzdem fragen, warum jetzt dann immer umziehen? Also was ist dann passiert? Wir waren, die anderen zweimal waren wir bei Landwirten untergebracht, also stillgelegt die Höfe. Ja. Da hat einer davor auch der Gemeinde gehört, der ist dann abgerissen worden, da ist jetzt das betreute Wohnen hingebaut worden und die Garagen, die haben wir einfach nicht mehr nutzen können. Ja. Und dann haben wir halt wieder raus müssen. Das ist aber schon, das Umzeigen immer, hast du mir mithelfen müssen, wa? Der Bub. Ja, wir haben dann auch die Fenster rausgerissen da und das neu verputzt und das alles wieder hergerichtet. Jetzt gehört es ja der Gemeinde und jetzt glaube ich, dass wir da einen guten Standard gefunden haben, dass wir da bleiben dürfen. Das ist ja immer so eine Sache, bei uns bloß wird immer weniger. Keiner hat viel was zum Hergeben. Das Auto, wo wir draußen stehen, das steht ja auch noch bei einem Landwirt in der Halle. Ich wollte gerade fragen, das muss ja auch irgendwo untergebracht werden. Ja, das steht jetzt nur auch eben bei einem Landwirt. Oder ja, das ist eigentlich eine Garage vom Kloster, die wir zugesagt gekriegt haben vom Abt. Ja, er hat uns das schon
längerfristig zugesagt, dass wir das nutzen dürfen. So, Burschen, jetzt fangen wir mal ein wenig an. Ich meine, alles ins Detail kann ich nicht nehmen. Man darf ja jederzeit mal bei euch auch vorbeischauen, oder? Ja, im Feuerwehrmuseum hier in Erling bei Andex. Grundsätzlich, wo habt ihr bitte sowas her, die alte Pumpen? Oder was ist das? Schlauchpumpen, oder? Das ist ein Wasserpumpen. Eine Buttenspritze. Eine Buttenspritze? Ja, 1857. Ist wahrscheinlich vom Kloster Andex. Ja. Man weiß die Jahreszahl, auch weil man den Katalog von dem Hersteller noch gefunden hat. Und ja, das ist eine zweimal bedienbare Spritzen. Ja, man hat eine Eimerkette gemacht, mit der Eimer das Wasser in das Schaf hineingeschüttet. Ja. Und zweimal haben gepumpt und ja, kommt. Da hast du aber gescheit pumpen, der, wenn der Großbrand war. Gartenschlag raus. Ja, jetzt mal grundsätzlich zu den ganzen Unikaten, was ihr dann habt. Also, bringen euch das Leid? Habt ihr das alles aufgehoben? Also, wo findet man denn das alles? Oder wo hat das schon in einem Bestand? Ja, ich möchte schon sagen, dass 80% schon aus Eigenbeständen sind von unserer Feuerwehr. Du hast dich du gleich draufgesetzt, Walter. Da das gehört mir. Ich habe draufgesetzt und ja, mein, ich befinde mich ab und zu mal was. Ich bin narrisch. Also, wir sind im Feuerwehrmuseum Erling bei Andex, liebe Zuschauer. Gleich geht's weiter und dann werden wir auch über dieses sprechen. Das wäre sogar fahrbereit. Schauen wir mal, ob's geht. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Andex. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Wir sind immer noch im Feuerwehrmuseum, liebe Zuschauer, Erling bei Andex. Und neben mir steht also der Walter, ein leidenschaftlicher Sammler alter Gerätschaften und alles, was es so gibt bei Feuerwehr und Möglichkeiten. Das ist also jetzt eine Motorspritze, Magirus-Motorspritze. Habe ich das jetzt alles richtig betont eigentlich? Das stimmt, ja. Diese Spritze steht ja auch dort, hat einmal den Kloster Andex gehört. Andex hat einmal selber eine Feuerwehr gehabt. Und diese Spritze hat eine unbandige Geschichte drauf. Die ist eigentlich verschrottet worden oder war schon am Schrottplatz gestanden. Dann hat es ein Fischzüchter aus dem Landkreis Bad Tölz gekauft, wollte Fischteiche auspumpen und durch Zufall sind wir mal irgendwann draufgekommen, dass die da drüben steht in Tölz an der Feuerwehr und dann haben wir mit denen verhandelt und haben geschaut, dass wir die wieder zurückkriegen. Wir haben das als Dauerleihgabe gekriegt, ist sehr runtergekommen gewesen, das hat jetzt nichts mit den Tölzern zu tun, das ist einfach am Schrottplatz so passiert. Ja. Und dass wir das gekriegt haben, muss ich sagen, ist zu verdanken einem sehr großen Gönner der Erlinger Feuerwehr. Der ist leider schon verstorben mit 54 Jahren. Das war der Frater Lambert, den sieht man da oben an dem Bild. Der hat das flüssige Brot und das Verhandlungsgeschick mitgebracht, dass die Spritzen wieder auf Erling gekommen ist. So, und jetzt steht sie da mitten im Raum, so wie sie es auch gehört. Darf ich mal fragen, was da für Gerätschaften, für Säcke da oben hängen? Sind das Wasser? Löscheimer sind das? Vielleicht der Bub mal erklären. So, bitteschön, Schorsch. Was bestehen denn da? Das sind einfach, früher hat es nicht so die Blecheimer gegeben, weil die sind verrostet und jetzt sind das Leinensäcke oder Leineneimer. Okay. Jetzt brauchst du natürlich erstmal ein paar Liter Wasser, bis die mal dicht werden, weil die saugen sie jetzt erst voll, das Leinen. Ja. Und dann kommen erst das Wasser dran. Mit sowas hat man früher dann die Eimerketten gemacht, wie man dann eben die Buttenspritzen eingefüllt hat. Mhm. Und durch sowas ist es gegangen. Ist ja auch so eine Sache, Leinen, weiß jeder selber, das verfällt mit der Zeit und dass man sowas unterhalten kann, ist halt auch schon ein bisschen eine Besonderheit, weil die, wenn draußen irgendwo flaggt, zwei Jahre, dann ist der hier. Ja, eben. Und so wie man die sieht, sind die noch relativ gut beieinander, wie wir die da haben. Ist natürlich immer ein Haufen Arbeit, das alles wieder herrichten. So, da haben wir jetzt nur für 12 Meter haben wir auch noch drin zusammengeschraubt. Das ist also die Leiter, auch das ist also von, wo habt ihr denn die her? Das ist ja auch irre. Also das ist eine Leiter aus der Feuerwehrbestand Erling-Andex, sieht man ja, dass das da draufsteht. Hat 12 Meter Steighöhe, hat der Freiwilligen Feuerwehr gehört und ist mit der Hand auf die Brandstelle geschoben worden. Also ich glaube, wenn man das heute zwei Mann oder drei in die Hand gibt, dass die dabei schon kaputt sind, bis sie auf die Brandstelle kommen. Ja. Gibt es jetzt so also Leute von der Feuerwehr, die jetzt diese Leidenschaft dann so, ja, der Walter halt und der Bo, das sind halt die Verrückten. Gibt es denen jetzt zwei? Ja, ich meine, da gibt es schon ein paar, was sagen, wegen einem Vogel haben schon alle zwei. Naja, das kann schon sein. Schon, oder? Aber wir haben auch Leute, die uns unterstützen, weil da geht es ja auch nicht. Wir sind 21 Leute jetzt im Verein, eben zum Erhalten von dem Ganzen. Und haben jetzt ja eine Jahreshauptversammlung oder man trifft sich halt auch ein bisschen zusammenhocken im Winter gerade. Kann man schön einschieren. Merke ich schon, dass das schön warm ist. Kann man zusammenhocken, ein bisschen katteln und so weiter und dann richten wir halt das eine oder andere. Wir brauchen natürlich Leute und das Wichtigste bei sowas ist ja immer das Pulver. Dass man halt einfach das Sache erhalten kann. Ja, vor allem, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich meine, du kannst es schon jetzt irgendwo hinstellen.
Aber pflegen muss das ja auch, das Zeug. Und das muss ja auch gut also unterbracht sein. Weil jetzt, wenn es in einem alten Schupfen irgendwo auf dem Bauernhof steht, was kalt und feucht ist, bringt es euch auch nichts, das alte Zeug. Das ist richtig. Darum haben wir ja geschaut, dass wir eine Bleibe kriegen, die trocken ist. Da ist auch ein Luftentfeuchter und so weiter drin, dass wir richtige Luftfeuchtigkeit haben. Die Spritzen, da drin steht auch noch eine Motorspritze. Die gingen beide noch. Hat man so weit hingebracht, dass einfach wieder einsatzfähig waren, sage ich mal. Alte Uniformen dann noch. Das fällt ja mir immer. Also diese Feuerwehrhelme an sich, was ist jetzt da der Kommandantenhelm? Das ist, hattest du ja leider dann auch mal auf, oder nicht? Durftest du auch sowas tragen? Ganz alt bin ich jetzt noch nicht wie der Helm. Ich wollte fragen, ob du da so einen schönen Schwurf drauf gehabt hast. Oft der Festzeugausrücker, ist das schon eine Tradition oder eine schöne Geschichte, dass nicht bloß lauter Blaumänner gingen, sondern dann gingen wir mit der alten Uniform und ziehen auch mal so eine Wagel mit und haben dann auch unsere Helme auf. Ja. Ist irgendwie mal so ein Augenschmaus, sage ich. Ach, schau her, und so hat es ausgeschaut, oder was? Richtig, ja. Das war jetzt das, wo wir jetzt hier drin stehen. Ja, genau. Da haben wir neue Fenster gemacht, dass das ein bisschen historisch ausschaut, mit Rundbogenfenster, alles rausgehauen und ja, neu gemacht. So haben, dann sieht man auch, dass da ein paar Mitkäufer haben. Ja. Das ist Arbeit. Das ist schon viel Arbeit gewesen, ja. Aber was macht Ihnen dann trotzdem so am meisten Spaß? Also jetzt einmal auch am historischen Verein selber betrachtet. Was ist da so besonders für dich? Mir ist das schon, finde das schon einfach so, man muss halt wissen, wo man herkommt, dass man weiß, wo man hingeht. Also ich bin bei der Feuerwehr so ja auch noch. Und wenn man jetzt überlegt, dass man vor 100 Jahren vielleicht mit solchen Sachen gearbeitet hat und die haben es vorher auch irgendwann einmal ausgebracht. Freilich geht es halt vielleicht schneller und ist schöner und man hat mehr zum Schützen, aber so hat es auch mal funktioniert. Und das finde ich halt schon zum Erhalten, dass man das nicht vergisst. Das finde ich schon wichtig. Also auch bei dir so, oder, Walter? Schon. Mit Herzblut und sowas noch dranhängen. Tradition gehört sich. Es ist ja so, dass da auch viele vom Kindergarten kommen oder Schulen und auch Feuerwehren waren schon da und haben sie bei mir gemalt. Die gingen gerne zu Fuß auf Andex und dann springen sie da mal schnell rein und schauen sie das einmal mit an. Ist eigentlich eine gute Geschichte. Vom Biergarten untergerutscht ins Feuerwehrmuseum. Oder einfach mal so vorbeischauen. Ja. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Und in diesem Sinne danke ich schon mal. Das war's schon. Also hier im Feuerwehrmuseum Erling Andex und wünsche alles Gute. Ja? Okay. Weiterhin viel Vergnügen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, liebe Zuschauer. Ortschaft der Woche. Servus. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Andex. Wechseln auch Sie.